Ja, guten Tag. Ich habe heute Elmar Wienicke zu Gast und wir reden über das Thema Mikronährstoffe, funktionellen Energiehaushalt und wie denn da der aktuelle Stand der Medizin ist und der aktuelle Stand des Wissens. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon uns fast ein bisschen in Rage geredet, was für ein Disconnect es da gibt. Und ja, Elmar, Sie sind ja quasi Vorreiter auf diesem Feld. Finden Sie uns mal kurz ein, wie ist es dazu gekommen und was ist quasi da Ihr Herzensprojekt? Das ganz Entscheidende ist immer, das wissen Sie auch und Ihre Hörer auch, das ist immer, wenn du eine eigene Betroffenheit hast. Sie sind Sportwissenschaftler, ich habe in Köln an der Sporthochschule studiert, aber nachdem ich Sportinvalide war, wollte unbedingt Profifußballer werden, habe 13 schwerste Operationen und eine Fremdeinwirkung gehabt und habe gesagt, bei mir ist alles falsch gelaufen. Natürlich muss ich fairerweise sagen, mit dem zeitlichen Abstand, ich war so ein Zuckerjunkie damals, als ich fast Profi war, das Ernährungsverhalten war nicht angepasst, all das ist richtig. Aber ich wollte dann ergründen, warum ich eigentlich so häufig diese schwersten Verletzungen hatte. Und dann hat man im Laufe der Zeit, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, damals nach meiner, bin dann der Trainer der zweiten Bundesliga gewesen, habe dann zwar nicht erfolgreich, aber das ist auch nicht so schwer, so einfach, wenn du Wissenschaft umsetzt, dann sofort erfolgreich im Fußball zu sein. Sieht man ja gerade bei Bayern München auch. Aber der entscheidende Faktor ist die persönliche Betroffenheit, der Leidensdruck, den man persönlich mitbringt. Da sehe ich zum Beispiel bei allen meinen Studierenden, das sind Ärzte, das sind Physiotherapeuten, das sind Sportwissenschaftler, sind Ernährungswissenschaftler, die alle persönliche Berührungsängste oder persönliche Berührung hatten und deswegen sich für das Thema interessieren. Und bei mir war es damals so, bei mir hat man dann im Laufe der Zeit eine Bindegewebsschwäche festgestellt. Also einen Mangel an Kollagenpeptiden. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und das war im Grunde genommen Mangelelastizität myofaszialer Strukturen hat häufig dazu geführt, dass ich immer wieder ohne Fremdeinwirkung schwerste Verletzungen hatte. Und dann habe ich das Glück gehabt, eben, dass mein Unternehmen Saluto damals an Institut der Uni Bielefeld war, des Arbeitsbereiches Sportmedizin. Und aus diesem An-Institut ist dann ein Unternehmen geworden. Und da bin ich sehr stolz, eines der größten medizinischen Dienstleister in Deutschland, zum Thema Gesundheit, Fitness und Regulationsmedizin. Und aus diesen ganzen Entwicklung hat sich dann eine riesengroße Mikronährstoffdatenbank entwickelt. Und aus dieser es ist, ob sich das Ihre Zuhörer, die können sich gar nicht vorstellen. Wir haben Jürgen Klinsmann betreut, 10 Jahre, wir haben RB Leipzig bis vor 2 Jahren betreut, haben das mit aufgebaut, das Energiesystem. Aber es kann sich keiner vorstellen. Wir in Deutschland oder in Europa haben keine Mikronährstoffdatenbank. Der Patient kommt zu uns, hat ein Problem, bringt die Ergebnisse vom Laborzentrum mit, aber keiner weiß, wo es eigentlich, oder sagen wir mal so, häufig ist die direkte therapeutische Behandlung das Symptom und nicht die Ursächlichkeit. Und dass man mal tiefer guckt, in die zelluläre Struktur guckt, anders misst wie andere, das ist das, was nicht ganz einfach war, was ich über Jahre, Jahrzehnte entwickeln musste und was wir dann aber auch im Laufe der Zeit durch sogenannte retrospektive, evidenzbasierte Studien erreichen mussten. Was ist das? Das heißt, es gibt Doppelblindstudien, die Sie kennen, die Ihre Zuhörer kennen. Wir haben es dann gemacht, wir haben diese riesen Datenbank aufgebaut, die, das muss ich fairerweise sagen, die ein enormes Investitionsvolumen ausgesetzt hat. Wir haben ca. 7,5 Millionen Euro in diese ganze Datenbank setzen müssen, weil wir haben 60.000 Menschen, so wie Sie und ich oder Ihre Zuhörer, die in dieser Datenbank mit ihrem Profil entsprechend in dieser Datenbank sind. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person, Sie oder ich oder wer auch immer, eine Analyse macht, dann gucke ich mir an, wo sind über Algorithmen, wo sind vergleichbare Daten in der Altersstruktur mit dem Gewicht, männlich und weiblich. Und dann sucht der Computer über Algorithmen raus, wo sind vergleichbare Männer oder Frauen in dieser Altersstruktur, wo liegt denn das Mikronährstoffprofil? Was wir zurzeit in Deutschland oder in Europa völlig falsch machen ist, der Arzt oder wer auch immer nimmt Blut ab, schickt das Blut zum Laborzentrum. Das Laborzentrum weiß, ob du Mann oder Frau bist, wie schwer du bist, wie groß du bist, aber sonst wissen die nichts. Die wissen nicht, ob du gut schläfst oder nicht gut schläfst, die wissen gar nichts. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, die Range, die ist so riesengroß, da sind gesunde, kranke alle drin. Wie soll ich denn den Rheumatiker vom Diabetiker oder vom sportiven Menschen unterscheiden?
Und bis wir diese Datenbank hatten, dann, also wir können sagen, wie viele Stunden Sport macht er in der Woche? Ist er körperlich inaktiv? Wo sind Problemsituationen? Und dann sucht er eben aber Algorithmen raus, wo ist genau dieses Profil dieses jungen Mannes oder dieser Frau oder dieses Kindes? Und dann kann ich wirklich bewerten, dann kann ich Birnen mit Birnen vergleichen, Birnen mit Äpfeln. Und wir machen zurzeit hier in der Diagnostik in Deutschland den großen Fehler, unabhängig davon, dass wir anders messen wie andere, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber wenn man misst, muss ich auch bewerten können. Und bewerten kann ich nur, wenn ich Personengruppen habe, die ein ähnliches Profil haben. Und das ist eigentlich das, was ich seit Jahren kritisiere. Ich habe ja vor ein Jahr Zeit diesen Schweizerischen Fernsehpreis von QS24 erhalten. Da war ich unglaublich stolz, weil ich bin genauso wie Sie Sportwissenschaftler. Und in einem medizinischen Bereich Anerkennung zu finden, das ist gar nicht so einfach. Das ist sehr, sehr schwer. Und das dann auch, um jetzt auch noch einen Studiengang entwickelt zu haben, einen Masterstudiengang, wo ich Ärzte, Kardiologen, Internisten, Physiotherapeuten und so weiter fortbilden darf, da sieht man, wenn man diesen Schritt erreichen kann, da brauchst du in Deutschland 20 Jahre. Vorher hast du keine Chance, weil im Grunde genommen du erstmal beweisen musst, dass das System funktioniert. Und dass wir dann, und das ist auch mein Lebensziel, dass ich wirklich die Medizin verändern möchte, die Medizin in eine neue Dimension führen möchte. Das hört sich so ganz groß an, ist es aber nicht mehr, denn wir haben im Vorgespräch eine ganz, ganz interessante Geschichte gemacht und das ist die beste Geschichte, die oder das best, die beste Studie, die wir jetzt gemacht haben, um zu zeigen, dass Mikronährstofftherapie tatsächlich mehr ist als Nahrungsergänzungsmittel. Da können wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Diesen Begriff mag ich sowieso nicht. Wir haben 30 Zahnpatienten genommen. Diese Studie ging über 12 Wochen. Wir haben mit einem Zahnarzt in Bielefeld gearbeitet. Der hat uns Menschen gegeben. Das weiß ich nicht, Ihre Zuhörer wissen wahrscheinlich, wenn ich von einem Biomarker spreche, da gibt es einen Biomarker, einen Speicheltest, der ist ganz einfach. Das ist der AMMP8, das ist ein Biomarker, der zeigt, ob du zum Untersuchungszeitpunkt vermehrt an deine Körpereigenstrukturproteine gehst. Und diese Menschen hatten zu Beginn vor Einsatz der Implantate schon sehr stark energetische Defizite. Kannst du nur mit einem Speicheltest testen. Und machen aber nur 1% der Zahnärzte. Das ist noch viel schlimmer. So, und das heißt, wir haben dann erkannt, wir haben diese Menschen genommen und haben dann ganz gezielt 12 Wochen denen das gegeben, was fehlt. Und mittlerweile haben internationale Studien gezeigt, wenn der AMMP8 sinkt, ist das Einwachsen der Implantate deutlich besser. Was ist passiert? Wir haben nachweisen können nach 12 Wochen, dass der AMPP8 um 60% durch die gezielte Gabe der Mikronährstoffe gesunken ist. Und somit, das ist wirklich wichtig, die Struktur des Knochens und Knorpels nachweislich verbessert werden konnte. Und jetzt sind wir momentan, dann habe ich von der Deutschen Mundgesundheitsstiftung einen Preis bekommen für eine bahnbrechende Studie im Bereich der Zahnmedizin. Und jetzt geht es so weit, dass die orthopädische Chirurgie anfängt, das Gleiche zu machen. Denn was ist unser Ziel? Vor, nach Operation begleitend, den Menschen zu einer verbesserten Heilung zu bringen. Da ist auf der einen Seite das, was Sie machen als Sportwissenschaftler wichtig, körperliche Bewegung, physiotherapeutische Anwendung, Ernährung, aber auf der anderen Seite auch das ganz Entscheidende, dem Körper das zu geben, was fehlt. Denn dadurch verbessern wir die myofaszialen Strukturen und dadurch haben wir eine höhere Elastizität und eine viel bessere Wundheilung. Und deswegen war die Studie so sehr wichtig, weil wir nächstes Jahr in Amerika sind und diese Studie vorstellen werden. Und die Amerikaner sind in diesem Segment viel weiter als wir. Aber wir wollen versuchen, über die Erkenntnisse der Zahnmedizin andere medizinische Bereiche vorzubringen. Ja, das ist alles, was Sie beschreiben, das ist irgendwie ja so logisch und dann aber so erschreckend, wie dass es nicht im System repräsentiert ist bis jetzt. Das ist so verrückt, weil ja, wir hatten letztes Jahr das Thema, dass meine Partnerin eben schwanger war, eben unser Kind bekommen und dann ist aber auch verrückt, wie schwierig es war eigentlich dann überhaupt da zu navigieren, auch mal vielleicht einen Mikronährstoffbedarf in der Schwangerschaft irgendwie zu ermitteln. Also ist ja nicht so richtig herausfindbar und genau das, was Sie ja beschrieben haben, ist ja, man geht zum Arzt, der Arzt macht ein Blutbild und sagt, alles okay. Aber ich und Sie wissen ja, okay, wenn der Arzt sagt, alles okay, passt in der Referenzdatenbank, hat das nicht damit zu tun, dass es wirklich okay ist jetzt für eine schwangere Frau oder eben natürlich vor oder nach einer OP. Das sind ja alles ganz besondere Situationen, ja. Sie sprechen was ganz Wichtiges gerade an. Ich habe eine Masterarbeit schreiben lassen von einer Masterstudentin,
das Thema Kinderwunsch. Sie sind jetzt glücklicher Vater geworden, Tochter, dann frage ich mal Tochter oder Ja, Sohn. eine Tochter, ja. Tochter. So, aber total spannend. In Deutschland gibt es ein ganz großes Problem. Das heißt, das Kinderwunsch wird immer größer, immer problematischer. Die Kinderwunschliste und die Menschen, die zu Gynäkologen gehen und diesen Kinderwunsch realisieren wollen, immer größer. Das hat wirklich ganz entscheidend was mit der Mikronährstoffversorgung zu tun und mit der Schilddrüsenhormonregulierung. Und die kleinen Mikronährstoffe steuern die Schilddrüse. Und wir haben in dieser Masterarbeit, sie hat also 120 Teilnehmer gehabt in der Studie, wir haben Männer und Frauen beide untersucht und festgestellt, dass beide vegetativ dysreguliert waren. Und zwar ausgehend von der Schilddrüse. Und deswegen ist der Kinderwunsch extrem schwierig gewesen. Dann haben wir nachweisen können, verändern wir jetzt strukturell über die erkannten biochemischen Störungen durch die fehlenden Mikronährstoffe, quasi die körpereigene Regulationssysteme in die richtige Richtung, dann sind von 50 oder 60 Paaren 48 schwanger geworden. Da sehen Sie an diesem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, wie einfach das System Mikronährstoffe auch zum Beispiel vor, während der Schwangerschaft, auch nach der Schwangerschaft helfen kann, auch bei gewissen Befindlichkeitsstörungen, die Kinder haben. Wenn wir der Mutter das geben, was fehlt, wird das Kind über die Stillphase, über die fehlenden Mikronährstoffe auch wieder gesund. Wir haben ganz viele Studien dazu gemacht, aber Sie haben was Wichtiges angesprochen. Sie sehen, wie groß das Spektrum ist. Das ist riesig. Ja, und das ist super relevant. Also ich merke eben so auch im Kontakt mit meinen Kunden, dass sich viele so alleingelassen fühlen. Viele sind ja dann irgendwie verwirrt. Wie gesagt, gehen zum Arzt macht ein kleines Blutbild oder sogar ein großes Blutbild, aber eigentlich hat das oft keine Relevanz. Also so richtig. Also klar, wenn es eine ganz starke Störung gibt, okay, das sehen wir das dann da. Aber wenn wir ja irgendwie in einem bestimmten Cluster irgendwie sind, was vielleicht nicht ganz der Durchschnitt, ja, was der Durchschnitt ist auch so die Frage, oder auch wenn wir irgendwas optimieren wollen, haben wir dann nicht wirklich eine Aussagekraft. Das vielleicht was ganz Wichtiges. Und zwar, vielleicht können sich das Ihre Zuhörer vielleicht so vorstellen. Wir haben, wenn wir, wenn, wenn Sie und ich und Ihre Zuhörer irgendwann über längere Zeiträume dem Körper nicht die Energie zuführen, die er braucht, das ist ein großes Problem. Wir können auch noch darüber sprechen, warum das so ist. Denn Sie wissen, Sportwissenschaftler wird das in der Ernährungswissenschaft völlig dementiert. Die Ernährungswissenschaftler sagen, eine ausgewogene, normale Ernährung reicht aus, um den Bedarf zu decken. Aber das ist die Märchengeschichte des 15. Jahrhunderts. Die haben wir wissenschaftlich auch belegen können. Aber ganz entscheidend ist Folgendes. Stellen Sie sich vor, wir führen über längere Zeiträume dem Körper nicht die Energie zu, die wir brauchen. Der Körper hat einen ganz natürlichen Schutzmechanismus. Und dieser Schutzmechanismus ist so aufgebaut. Das heißt, wir können an den Knorpel, an die Knochenstruktur und an gewisse Organstrukturen, können wir Energie also quasi verstoffwechseln. Das bedeutet aber langfristig, dass wir an körpereigene Strukturproteine gehen, an körpereigene Strukturproteine. Und das bedeutet, dass irgendein Mechanismus im Körper dann darunter leidet. Ich hatte zum Beispiel ein junges Mädchen, hatte eine Alopezie, totalen Haarausfall, hatte einen Ferritinmangel, hatte ein Schilddrüsenproblem. Wir haben Cortisolmessungen gemacht. Wir haben gesehen, das junge Mädchen hatte eine völlig Überforderung des adrenergen Systems. Und was haben wir gemacht? Wir haben diese biochemische Störung über längere Zeiträume lösen müssen, teilweise intravenös, teilweise oral. Und nach ungefähr einem halben Jahr waren alle Haare wieder da. Habe ich gerade eine Fernsehsendung zugemacht und das kommt jetzt in 3, 4 Monaten zum Thema Haarausfall, großes Problem bei vielen Menschen. Keiner weiß warum. Aber was bedeutet das? Der Körper reagiert immer oder kann immer mit dem schwächsten Organ reagieren. Das kann das Haar sein, das kann der Fuß sein, das kann das Kniegelenk sein, weil bestimmte Funktionserhaltungen, sogenannte Kollagenpeptide, Aminosäuren, die Sie kennen aus Ihrem Sport, sind dazu notwendig, Strukturen aufrechtzuerhalten. Wenn wir aber ernährungsbedingt an dieses Limit gehen und dem Körper nicht geben, was fehlt, dann fährt der Motor trotzdem weiter, aber auf Sparflamme. Und er geht aber in letzter Konsequenz an seine Substanz. Und das ist genau die Situation, die wir tagtäglich erleben. Sie haben was Wichtiges angesprochen. Das ist für Ihre Zuhörer vielleicht wichtig. Das ist das, was ich aber auch wirklich, oder das ist mein Wunsch für die Zukunft. Wenn irgendwann Ihre Zuhörer zu Ihrem Arzt gehen, der eine Analyse macht, dann soll er sie bitte richtig machen. Serum ist, also nur vielleicht zur Erklärung, ganz einfach. Wenn Sie Blut abnehmen, dann haben Sie ein Vollblut, das wird zentrifugiert wie die Waschmaschine im Schleudergang, dann hast du erst einen Plasmaanteil und dann hast du die Erythrozyten. Die Versorgungsleistung mit Mineralstoffen, Mikronährstoffen,
ist aber nur gewährleistet, das ist ganz wichtig, wenn wir in den Erythrozyten messen. Weil das ist also Beispiel, du hast gestern irgendwas Besonderes gegessen, am anderen Tag machst du eine Blutanalyse. Dann hast du sofort schwankende Blutwerte. Die zelluläre Struktur ist aber konstant über mehrere Monate. Das heißt, selbst die unterliegt keiner Ernährungsschwankung. Und das bedeutet aber, dass im Grunde genommen unser Organismus so aufgebaut ist, der Serumwert, der 99% aller Blutanalysen in Deutschland wird auf der Serumebene gemacht, was Mikronährstoffe angeht. Und der ist immer konstant hoch, weil nämlich der, wenn der Körper Defizite hatte, aus der zellulären Struktur alle Dinge rekrutiert, um diesen Wert konstant hochzuhalten. Und jetzt ist was ganz Interessantes. Wir haben selbst im onkologischen Bereich Menschen bis zum Tode begleitet, haben selbst bei denen auf der Serumebene keinen Mangel an Zink, keinen Mangel an Magnesium und anderen Dingen feststellen können, weil der Organismus sich immer wieder kompensiert. Und genau das ist unsere Aufgabe, rechtzeitig, frühzeitig mit der richtigen Diagnostik zu erkennen, wo sind biochemische Störungen? Diese biochemischen Störungen zu lösen, indem wir dem Körper das geben, was fehlt, indem wir das geben, was fehlt. Und dann kann der Körper sich selbst regulieren. Er kommt in eine körpereigene Eigenregulation. Und dadurch gesundet er. Den Fehler, den viele dann machen, bei diesem jungen Mädchen zum Beispiel, das hat das alles gemacht, war total glücklich, die Haare sind gewachsen. Nach einem halben Jahr sagt das junge Mädchen zu Mama: Mama, ich habe es geschafft. Setzt alles wieder ab und nach 3 Monaten waren alle Haare wieder weg. Da habe ich gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Was passiert denn hier? Wie kann das denn sein? Weil im Grunde genommen Folgendes passiert. Unser System basiert ja darauf, du musst geben, was fehlt. Auffüllphase, runterfahren, Erhaltungsphase. Und wenn du aus der Erhaltungsphase rausgehst und machst gar nichts mehr, ist der Zustand nach 3, 4 Monaten da, wo du vorher gestanden hast. Und vielleicht ist es noch ganz wichtig für Sie, für Ihre Zuhörer wichtig. Warum ist es denn so schwierig, in einer normalen, ausgewogenen Ernährung diese Dinge nicht abdecken zu können? Erstens, es gibt 3 Gründe. Erstens, wir sprechen zurzeit von Klimaneutralität. Was hat das damit zu tun? Es gibt Studien, die haben meine Studenten herausgefunden, 2010, nee, 2002 habe ich mit der Bertelsmann Stiftung angefangen. Da war es eine Studie, die wir gemacht haben. Da habe ich ein Heft geschrieben, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine. Wir haben 350 Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung untersucht und haben geguckt, wie ist die zelluläre Versorgungsleistung dieser Menschen. Die war im Serum gut, aber in der Zelle schlecht, mit vielen Befindlichkeitsstörungen. Dann bin ich nach München geflogen und habe einen amerikanischen Biologen vor 20 Jahren kennengelernt und sage ihm: Wissen Sie was? Ich habe hier total Erklärungsnotstand. Wir haben Menschen, die sich wirklich schon relativ ausgewogen ernährt haben und trotzdem waren diese extremen Defizite vorhanden. Ich kann mir das nicht erklären. Und da hat er mir vor 20 Jahren gesagt, dass er in einem Gewächshaus den Treibhauseffekt simuliert hat. Vor 20 Jahren. Da habe ich gesagt, wie meinen Sie das, den Treibhauseffekt? Ja, und zwar ist es so, er hat ein halbes Jahr in seinem Gewächshaus den Treibhaus etwas, den CO2-Ausstoß erhöht. Dadurch sind die Pflanzen schneller gewachsen und haben weniger Mineralstoffe aufgenommen. Jetzt sind wir aber schon 20 Jahre weiter. Und diesen Test hat man heute, das hat die Harvard University gemacht, und zwar hat die in 120 Ländern der Erde diesen Test auch durchgeführt, wie damals die TU Braunschweig. Die haben auch so einen Test in einem Feldversuch gemacht. Und dort kam raus, dass ungefähr 20 bis 30% komplett raus ist. Aus allen Pflanzen. Allein durch den Treibhauseffekt. Dazu kommt natürlich andere Anbaumethoden, Lagerungsverluste, wissen Sie alles. Das Clean Eating, sauber essen, Quinoa-Produkte zuführen. All das ist ja im normalen Alltag für Sie, für mich, für jeden, der im Arbeitsalltag, gar nicht so einfach. Denn ich war jetzt zu einem beruflichen Termin unterwegs an Flughäfen. Ich möchte ihn nicht schildern, denn das kann ich auf ein praktisches Beispiel eingehen. Wir haben ja bei Ihnen auch eine kleine Analyse gemacht. Und Sie hatten zum Untersuchungszeitpunkt damals, haben wir einen speziellen Blutwert gemessen. Das war dieses ein Protein, das IFAB. Das ist das Intestinal Fatty Acid Aminobindungsprotein. Und das Protein, helfen Sie mir, war bei 4000, ich muss mal selbst nachgucken, ich habe mir das aufgeschrieben, bei 4000, kleinen Moment, ich habe es hier, 4950. Das bedeutet, wenn du so ein hohes Protein hast, ist zum Untersuchungszeitpunkt, was tritt dann auf?
dann hast du ein sogenanntes Leaky Gut. Das heißt, zum Untersuchungszeitpunkt eine Darmbarrierestörung. Und sie hatten mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, das war Umzug, tausend Sachen, Stress. Den haben ja nicht nur sie, den habe ich ja genauso. So, und als ich im Flieger war, gestern unterwegs war, waren normalerweise nicht bei 1700, da war ich auch bei 4300. Also ist ja nicht so, dass meine Werte immer idealtypisch sind, weil ich unterliege den gleichen Stressoren wie Ihre Zuhörer. Also heißt das jetzt für Sie zum Untersuchungszeitpunkt damals, der Wert war erhöht. Was bedeutet das denn jetzt für uns in der Praxis? Wenn Sie jetzt fehlende Mikronährstoffe zuführen, dann heißt das, dass diese Stoffe gar nicht dahin kommen, wo wir sie im Gewebe hinhaben wollen. Das heißt also, sie nehmen ein, es geht in den Darmtrakt, aber es kommt nicht an. Das heißt, da muss man erstmal, und das ist ganz wichtig, in solchen Fällen, wenn man das feststellt, dann sollte man erstmal 4 bis 5 Gramm Glutamin morgens, mittags, abends nehmen, über 14 Tage bis 3 Wochen. Das haben wissenschaftliche Studien gezeigt, die wir gemacht haben. Glutamin, diese Aminosäure, ist die beste Substanz, um in 14 Tagen bis 3 Wochen eine verbesserte Darmpermeabilität zu erreichen. Und dann erst macht eine gezielte Mikronährstoffzufuhr Sinn. Also, Beispiel bei Ihnen, Umzug, Stress, Ernährungsverhalten werden Sie mit Sicherheit, mehr, haben Sie mir auch im Vorfeld gesagt, war nicht so angepasst wie sonst, klar, wenn du umziehst, 1000 Stressoren, heißt aber zu dem Zeitpunkt, das war eben ein kleines Problem. Trotzdem mache ich Ihnen ein Kompliment bei der Untersuchung, und zwar nicht, weil wir jetzt gerade einen Podcast führen, ich habe mir gerade mal in meinem Computer angeguckt, nicht, dass ich da was Falsches sage, das sind nämlich Ihre Ergebnisse, und zwar, wir haben den Langzeitzuckerwert gemessen, den HbA1c-Wert. Liebe Zuhörer, kurz zur Erklärung. Wenn man den HbA1c-Wert, hier geht es nicht um Diabetes. Normalerweise in der Schulmedizin liegt eine Diabetes vor bei größer 6,0%. Das kann man auch in der Millimol pro Mol umrechnen. Aber wir haben aufgrund der langen Erfahrung festgestellt, auch in Verbindung mit Dr. Kurt Mosetter, dass ab 5,3% eine beginnende Insulinresistenz stattfindet. Eine beginnende Insulinresistenz. Das heißt, der Energiestoffwechsel ist dann schon deutlich limitiert. Und da, das war total spannend bei Ihnen, Tim, Sie hatten wirklich zu dem Zeitpunkt, das ist total wirklich interessant, hatten einen 5,0 Wert. Das ist da, wo ich nie hinkomme. Erstmal Kompliment. Ich komme da nicht hin, aus welchem Grunde auch immer. Das heißt, Sie sind schon da oder haben schon ein gutes Bewusstsein, was das Ernährungsverhalten angeht. Sonst könnten Sie solche Werte nicht haben. Und der Otto Normalverbraucher, wir haben mal Spitzen, Olympiasieger, Weltmeister, Europa und Spitzenfußballer untersucht, die aus dem Ausland gekommen sind. Die haben teilweise bei 5,6 bis 5,7 gelegen. Also relativ im Bereich der Schulmedizin normmäßig, aber trotzdem leistungsmäßig total out of order. Und das bedeutet im Grunde genommen, das war unauffällig. Sie hatten und das ist das große Problem von Ihren Zuhörern, meins, aber von vielen anderen. Von den 60.000 Menschen liegen nur ungefähr 10% in dem Normbereich der Schilddrüse zwischen 1,6 und 2,2, wo wir nachweisen konnten, dass man mental und physisch optimal belastbar ist. 10% von 60.000. Das heißt, Tim lag bei 1,77 zum Untersuchungszeitpunkt, liegt genau in diesem Bereich, wo man mental, aber glauben Sie mir, Sie haben ja auch in dem Anamnesebogen, den Sie ausgefüllt haben, kaum Befindlichkeit. Sie sind gut trainiert, Sie machen viel, vereinzelt mal so kleine Ausraster, aber jetzt keine großen Befindlichkeiten. Menschen, die jetzt permanent nicht schlafen können und schwitzen und Stimmungsschwankungen haben, sind ganz häufig, oder viele Frauen, die in Richtung zu Depressionen neigen. Also ich habe ganz häufig Patienten, die kommen zu uns immer mit Antidepressiva. Dann sage ich, warum nehmen Sie denn Antidepressiva? Das ist alles schilddrüsenmäßig bedingt. Und wenn man dann den Körper diese fehlenden Mikronährstoffe gibt, die ihm fehlen, dann wird der Körper sich wieder selbst regulieren. Und er zieht sich dann von einem, nehmen wir mal ein TSH, ist kleiner, 1,3 heißt für mich, HB-Männchen. Das ist das sogenannte, innerlich unruhig, aktiv, kommt nicht zum Schlaf, gehen tausend Sachen. Oder die sogenannte Schlaftablettenmentalität. Das sind TSH-Werte größer 2,5. Und größer. Das ist in der Schulmedizin, sind die Referenzwerte von 0,5 bis 4,2, von 0,5 bis 3,1, von Labor zu Labor unterschiedlich.
Aber entscheidend ist, wir haben über 5000 Analysen gemacht, Cortison-Tagesprofile, und wir haben gemessen, und jetzt komme ich, das interessiert mich nämlich sehr, ist wieder eine Parallelität. Sie haben zwar eine gut funktionierende Schilddrüse, aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal auf den Parameter ein. Können Sie sich erinnern, wir haben ja bei Ihnen auch das Cortisol-Tagesprofil gemessen. Ja, da war ich erstaunt, ehrlich gesagt. Das war für mich sehr, sehr interessant, das Cortisol-Tagesprofil. Ja. So, jetzt muss ich erstmal selbst hier reingehen, damit ich das von meinem Computer ja hier habe. So, jetzt muss ich den Zuhörern kurz erklären, was bedeutet das. Liebe Zuhörer, Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn du morgens aufstehst, eine halbe Stunde später, nach dem Aufstehen, macht man die erste Speichelprobe. Die zweite Speichelprobe macht man um 12, die dritte um 16, die vierte um 20 Uhr. Und damit kann ich sehr gut erkennen, wie ist die adrenerge Belastungssituation des vegetativen Nervensystems. Und was der Tim gerade gesagt hat, ist doch vollkommen richtig. Zum Zeitpunkt dessen, als er die Analyse gemacht hat, das Stress, genau, das sieht man nämlich auch. Deswegen ist das gar nicht so verwunderlich, Tim, dass die Werte so ausgefallen sind. Denn was bedeutet das? Ich gucke gerade auf mein Bild. Das heißt, normalerweise liegt man so morgens zwischen 8 und 12 Nanogramm pro Milliliter. Und dann kann man sagen, dann hast du gut geschlafen, hast ein ausgewogenes Regenerationsverhalten gehabt. Und dann liegt man so mittags ungefähr so im 2,3 Bereich. Und da lag der Tim schon morgens, ich gucke jetzt mal nach, damit ich nicht was Falsches sage, da lag der Tim schon das war sehr tief auf jeden Fall. Bei 0,92 um 12. Und die dritte Probe um 16 mal 0,43 und abends nochmal 0,17 ist gut. Aber das heißt, die Kurve hat einen sehr flachen Verlauf. Und dann sprechen wir immer im medizinischen Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich von einem Hypokortisolismus. Das heißt, die Nebenniere kann gar kein Cortisol mehr bilden. Das ist zum Untersuchungszeitpunkt einfach, betone ich, Sie haben es erwähnt, viel Stress, zeigt das eine Überlastungsreaktion. Keine Frage, das würde heute anders aussehen. Keine Frage. Aber das war eben wichtig, dass wir jetzt ein Kriterium haben, sehen können, wie ist denn die Stressbelastung zum Untersuchungszeitpunkt gewesen? Denn wenn wir jetzt wirklich mit Mikronährstoffen therapieren wollen, und das sind keine Nahrungsergänzungsmittel, Sie kennen das ja, der eine nimmt Magnesium und Zink und Q10 und irgendwas ein. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, in der richtigen Dosierung einen therapeutischen Effekt zu erreichen. Und wir nennen das, und ich habe Ihnen ja damals so eine Rezeptur, eine Magistralrezeptur zusammengestellt. Diese Magistralrezeptur, die bedeutet immer, ich muss mal gucken, ob ich die habe, sonst können Sie es vielleicht mal vorlesen, Sie haben es vor. Wir haben Ihnen da eine Rezeptnummer gegeben, ich habe die, glaube ich, jetzt gar nicht hier. Entschuldigung. Ja, ich hab's vor mir, genau, ja. Da ist, lesen Sie mal, er hat eine Rezeptnummer mit einer Magistralrezeptur, die der Apotheker in der Schweiz für ihn zusammenstellt. Ja, genau. Und diese Magistralrezeptur, das ist jetzt die Rezeptur, die er zum Untersuchungszeitpunkt damals benötigt hat, um seinen Körper wieder ins Lot zu bringen. Und genau das ist das, was wir zukünftig den Medizinern, den Wissenschaftlern vermitteln wollen, dass wenn der Patient zum Arzt geht und der Arzt sagt, ja, ich muss mal gucken, dann ist das Erste, erstmal zu messen, was fehlt. Aber auf der richtigen Ebene. Dann gebe ich dem Menschen, was fehlt und gucke, wie kann der Körper sich selbst regulieren. Und wenn er sich dann wirklich nicht mehr selbst regulieren kann, okay, dann muss man eventuell Medikamente geben. Aber erst dann. Wir entscheiden uns heute aber sehr schnell dazu, sofort den ersten Schritt, den zweiten Schritt zu gehen, sofort ein Medikament zu geben. Und ich hatte jetzt einen jungen Mann, und das kann ich Ihnen an diesem Extrembeispiel nur mal erklären. Ich war völlig, völlig erschüttert, und das ist eigentlich Körperverletzung am Patienten. Ein 19-jähriger Mann, Sportler, hat die Diagnose Polymyalgie Rheumatik, hat Rheumaschübe gehabt und kriegt, viele Ihrer Zuhörer wissen das nicht, ein sogenanntes MTX, das ist eine sehr starke Medikation, das spritzt er subkutan, also ins Bauchgewebe, damit er einfach mit den Schmerzen besser nehmen kann. Nimmt morgens ein Ibuprofen 750 und abends ein Novalgin. Starke Schmerzmittel mit 19 Jahren. Und das macht er seit einem Jahr. Und da haben wir alles gemessen, Cortisolprofil, so, und der ist mittlerweile beschwerdefrei. Warum? Weil ich gesagt habe, wir müssen die Elastizität der myofaszialen Strukturen ins richtige Lot bringen. Elastisches Material. Vielleicht, liebe Zuhörer, stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und Sie haben schlechte Stoßdämpfer. Was bedeutet das? Jeder Schlag geht auf die Karosserie. Wenn du jetzt aber bessere Stoßdämpfer hast, hast du viel weniger Schmerzen.
Und wenn dieser junge Mann hat auch eine Schilddrüsenentgleisung. Der liegt zum Beispiel im TSH-Wert kleiner, glaub, bei 0,9. Das bedeutet viel Stress. Stress bedeutet Schmerzen. Also müssen wir auch die Schilddrüsenhormone ins richtige Lot bringen, zwischen 1,6 und 2,2. Also normalisieren wir Schilddrüsenhormone, weniger Schmerz. Und das ganze System, das funktioniert dann ungefähr nach so 3, 4, 5 Monaten. Und so gehen wir eigentlich analytisch davor. Und das ist auch die Zielsetzung oder meine persönliche Vision in Zukunft. Jetzt habe ich erst 56 Ärzte fortgebildet von 48.000. Selbst wenn ich noch 10 Jahre mache, dann sind es immer noch ganz wenig von denen, die wir machen. Aber wir wollen natürlich durch diese Ergebnisse, durch die Studien, durch meine Stiftung immer mehr in die Öffentlichkeit gehen, aber nicht anklagemäßig, sondern wir wollen den Mediziner, den wissenschaftlich orientierten Therapeuten mitnehmen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Weil wir können die Ergebnisse, die wir haben, in Studien, die Studienergebnisse publizieren, das machen wir gerade auch. Aber entscheidend ist, wir brauchen so Menschen wie Tim, der Sportwissenschaftler ist oder Ernährungswissenschaftler oder was auch immer. Die müssen wir mitnehmen, sodass die mit ihren Kunden, mit ihren Patienten wieder auf dieser Ebene arbeiten. Nur dann sind wir erfolgreich. Anders funktioniert das nicht. Ja, ist wichtig, was Sie sagen, weil ich habe letztes Jahr immer festgestellt, wo wir manchmal bei meinen Frauenärzten waren und ich habe probiert zu sagen, ja, wir wollen vielleicht das noch messen lassen oder so. Dann habe ich gemerkt, dass die Ärzte das einfach gar nicht wussten. Es war einfach, das Wissen war einfach wirklich nicht da und das ist keine böse Absicht oder irgendwie so. Das Wissen ist bei den Ärzten, Ärztinnen einfach nicht da. Es wurde eben einfach nicht gelehrt. Genau, deshalb ist eben diese, Aber ja. Tim, das ist ganz wichtig noch. Wir hatten ein Forum von der Fachhochschule des Mittelstands, wo ich meine Professur habe für den Bereich Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Wir hatten Marc Warnecke da, ein paar andere Mediziner da. Und dann habe ich ganz provokant gefragt, was haben Sie denn eigentlich in der ärztlichen Ausbildung gelernt? Und da kam die Antwort, das, was wir hier besprechen, was Sie im Studium lernen, das lernen wir nicht. Das heißt, das ist gar nicht Gegenstand der Fortbildung. Es ist ja noch nicht mal, selbst wenn der Mediziner sich heute Ernährungswissenschaftler nennt, ich betone, dass Sie wissen das aus Ihrem Studium, ist das nur rudimentäres Wissen. Das muss man auch, ist es auch gar nicht, es ist einfach nur eine Feststellung. Ich habe zurzeit bei mir insgesamt 10 Ökotrophologen im Studium gehabt, 10. Und die Rabea, die ja Kontakt mit Ihnen aufgenommen hat, die jetzt für Energy for Health arbeitet, die hat wirklich gesehen, und das bin ich total dankbar, sie hat damals gesagt, endlich mal ein Studiengang, der praxisorientiert arbeitet. Wir kriegen nicht immer das Mainstream, immer das, was der Ernährungswissenschaftler weiß, das musst du essen, das kommt raus. Das stimmt ja so gar nicht. Das heißt, wir haben deswegen, und das ist auch mein Ziel, wir haben zwei Bereiche gegründet. Das eine, wenn Menschen eine starke große Vorerkrankung haben mit Fibromyalgien, rheumatischen Problemen oder was auch immer, dann sind spezielle, individuelle Analysen notwendig. Wenn aber Menschen jetzt zum Beispiel nur sagen, ich fühle mich nicht wohl, dann kann man dieses Energy for Health Paket, was wir mit ihm ja gemacht haben, wo wir festgestellt haben, der hat ein gutes Ernährungsverhalten, die Schilddrüse ist ausreichend, die Ferritinwerte waren okay. Oh Moment, Ferritin muss ich nachgucken, stimmt das? Müssen Sie mir helfen? Kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich es nicht mehr weiß. Ich gucke nach. Nein? Nein, ich glaube Zieh nicht. ich zurück, Entschuldigung. Also, liebe Zuhörer, was haben wir festgestellt bei Tim? Tim ist Sportler, macht 8 bis 10 Stunden Training und die Ferritinkonzentration, was ist Ferritin? Das ist die Speicherform des Eisens und bringt den Sauerstoff in die Muskulatur, zum Gehirn. Und er hat als Sportler eine leichte, liegt normalerweise im Normbereich der Schulmedizin, ja, aber Sportler sollten über 120 Nanogramm pro Milliliter liegen. Und da liegt er drunter. Ob das jetzt ernährungsbedingt ist, weiß ich nicht. Aber er hat zum Untersuchungszeitpunkt damals einen leichten Eisenmangel. Das kann man ruhig so sagen. Und den kann man kompensieren, aber nicht dauerhaft, sondern man füllt auf, man guckt dreimal die Woche und hält das. Also da habe ich schon ein Kompliment ausgesprochen, was ich da war. Vielleicht, aber Tim, das müssen Sie eigentlich, wenn Sie sich noch mal erinnern, damals, ist schwierig, schon etwas länger her, das müssten Sie etwas gemerkt haben bei dem Sport. Weil du regenerierst eigentlich, wenn du nicht ausreichende Ferritinwerte hast, das merkst du selbst. Du läufst, also bei mir ist es so, ich bin Vegetarier geworden. Ne? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kriege den Anteil Eisen nicht mehr abgedeckt, das weiß ich. Und ich nehme dreimal die Woche Ferrosanol Duodenal, das ist ein Eisenpräparat, und liege zurzeit bei 160. Bin total zufrieden.
Wenn ich das ungefähr 3, 4 Wochen nicht mache, habe ich neulich zu meiner Frau gesagt, laufe ich in Ackergaul. Da war nämlich die für ihre Teamwerte bei 80. So habe ich mich gefühlt. Nicht regeneriert, nicht erholt und das körperliche Training war für mich eine Belastung. Das merkt man an ganz vielen Kleinigkeiten. Oder viele Menschen, die vermehrte Haarprobleme haben, wenn Frauen kleiner 60 liegen, menstruell bedingt auch, kann das zu vermehrtem Haarausfall führen. Also es gibt Unterschiede. Oder 70 bis 80% der Schilddrüsenhormonregulierung wird über Eisen gesteuert. Über Ferritin ist ja nur eine Messgröße. Und normalerweise gehst du zum Arzt, dann misst er Eisen. Eisen musst du gar nicht messen. Du musst immer gucken, wie ist die Ferritinkonzentration? Wie viel hast du Mangel an funktionellem Eisen? Das ist entscheidend und wichtig. Das war zum Zeitpunkt, Tim, sagen Sie doch mal Ihre Erfahrung, das ist schon länger her. War das zum Zeitpunkt damals so? Ja, ich sag mal, Sport hat gar nicht so die Riesenrolle da gespielt, aber ich merke einen Eisenmangel, denke ich, in vermehrter Müdigkeit und so einer körperlichen Schwere. Also so merke ich das, genau. Und das kann ich genauso bestätigen. Diese Schwere, alles fühlt sich irgendwie schwerer, müder an. Genau, und sie liegen jetzt, ich sage das, ich habe gerade die Werte vor mir liegen, die Referenzwerte des Labors liegen bei Männern zwischen 31,3 und 408. Das ist eine Riesenreferenz. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass junge Menschen, so wie Sie, mit ihrem sportiven Hintergrund ungefähr über 120 liegen sollen. Und nur ein kleines Beispiel. Ich habe einen Spieler gehabt, Nationalspieler, Fußballnationalspieler, Verein nenne ich jetzt mal nicht. Der hatte einen Ferritinwert von 60, müsste 120 liegen und hat automatisch ein Schilddrüsenproblem gehabt. Weil nämlich Eisen zu 80, 90% die Schilddrüsenhormone reguliert. Das heißt, wenn die Ferritinwerte zu niedrig sind, der Eisenwert ist zu gering, dann hat das einen Einfluss auf die hormonelle Komponente. Das heißt jetzt aber nicht dauerhaft Eisen zuzuführen, weil da würdest du alles falsch machen. Weil zu viel Eisen bedeutet, quasi eine Hämachromatose, eine Eisenüberladung, die kann auch ins Gegenteil führen. Das muss man alles gezielt machen, nach Messung, Dosierung und Empfehlung und nicht willkürlich irgendwas einführen. Das kennen Sie auch, Tim. Das ist ja das, was ich zurzeit lege. Deswegen komme ich auf diesen Begriff Nahrungsergänzungsmittel nochmal zurück. Warum bin ich da so ein großer Gegner von? Nahrungsergänzungsmittel sind notwendig, keine Frage. Aber nicht willkürlich, sondern wir sollen dem Körper das geben, was ihm fehlt. Und nicht das hingeben, was ihm nicht fehlt. Kleines Beispiel. Der Zuhörer von Ihnen hat einen TSH-Wert von 0,9 und nimmt jetzt zusätzlich jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel. Was passiert? Er schläft noch schlechter. Warum? Jod in der Situation aktiviert das vegetative Nervensystem noch weiter nach links und die innere Unruhe nimmt zu. Also ist es völlig konträr, in dem Fall das zu geben. Oder viele Veganer nehmen häufig Aminosäuren, haben Entzündungsreaktionen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil da haben wir viele, viele Untersuchungen zugemacht. Egal welches Produkt, das ist mir auch völlig egal. Aber in aktuellen Entzündungen oder vorliegenden Entzündungen, ein L-Tryptophan, also quasi eine Aminosäure, die mit einem hohen L-Tryptophan-Anteil bedeutet, toxische Reaktionsketten. Das heißt, das Ganze geht ins Gegenteil über. Und dann ist es sinnvoll, ein Aminosäurenprodukt zu nehmen, ohne L-Tryptophan und nimmt dann 5-HTP. Das ist jetzt sehr kompliziert, ich versuche es zu erklären. Links hast du L-Tryptophan, rechts 5-HTP. Der Abbau von L-Tryptophan bis zum 5-HTP sind fünf verschiedene biochemische Ketten. Und dieser Prozess bis dahin, der führt zu vielen toxischen Reaktionsketten. Wenn ich jetzt direkt 5-HTP nehme, wofür ist das gut? Wenn du nachts nicht schläfst, dann hast du häufig zu wenig Tryptophan und kannst kein Serotonin und Melatonin aufbauen. Dann gibst du das ab einfach abends. Wenn du jetzt aber entzündliche Reaktion hast und du gibst dem L-Tryptophan, dann wirst du das Gegenteil von dem erreichen. Und das ist genau das, worauf. Deswegen ist diese Willkür von willkürlicher Einnahme genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass die Menschen das gezielt machen und den Körper somit langfristig gesundheitlich positiv aufrechterhalten. Das wissen Sie auch, dass es in Ihrem Umfeld, mit den Menschen, mit denen Sie arbeiten, auch in meinem Umfeld häufig nicht gegeben. Jeder nimmt sich irgendwas rein. In Deutschland ist der Nahrungsergänzungsmittelbereich bei 13 Milliarden, glaube ich. Nochmal, ich habe nicht gesagt, dass alles falsch ist, um Gottes Willen. Nicht missverstehen. Es geht aber darum, dem Körper wirklich das zu geben, was ihm fehlt und nicht das zu geben, was er vielleicht nicht braucht.
Ja, das ergibt absolut Sinn. Und was ich an dem Test auf jeden Fall auch gut fand, was Sie jetzt erzählt haben, war, dass man auch auf den Darm schaut und auf den Stress schaut und dann eben merkt, okay, Darm und Stress sind auf jeden Fall Faktoren und dann ergänze ich und sich nicht nur auf eine Säule konzentriert, also schon ein bisschen ganzheitlicheres Bild bekommt. Und das ist total wertvoll. Und können Sie sich erinnern, ich habe es gerade mal aufgerufen in meinem Ja. Computer, es war ein Faktor, man sieht, dass Sie sportiver Typ sind, aber wenn Sie das Bild, Sie haben es vor sich liegen, ich versuche es dem Zuhörer mal kurz zu erklären. Wir haben, und dann ist so eine Abbildung, da ist so eine Null immer, da steht in der Mitte eine Nulllinie. Und dann steht links und rechts, geht es in den roten rechts in den grünen und links in den roten Bereich. Und diese Nulllinie, in Ihrem Fall, Tim, haben wir 220 junge Menschen gefunden mit ihrem Profil. Also, wir haben geguckt, wo sind jetzt vergleichbare junge Menschen mit dem Profil von Tim? Und diese Nulllinie, die Sie da jetzt sehen, die Sie sehen, die Zuhörer nicht, das bedeutet, sie liegen aber, was die Bindegewebstruktur angeht, nur links und insbesondere Arginin. Und Arginin, liebe Zuhörer, ist folgendes: Tim macht viel Sport, super klasse, aber er muss sehen, dass er die Kollagenpeptide, seine Spitze, er muss die füttern. Und damals, aus irgendeinem Grunde, Umzug, Stress, hat das wahrscheinlich nicht so gemacht, hat der Arginin-Werte gehabt von 0,01 Milligramm pro Deziliter. Das ist so wenig. Warum? Wo ist Arginin drin? 100 Gramm Nüsse enthalten 3 Gramm Arginin. Der Tagesbedarf beim sportiven Menschen liegt zwischen 8 und 9 Gramm. Schön, wir müssen aber viel Nüsse essen. Das kriegen wir aber nicht hin. So, das heißt, zum Untersuchungszeitpunkt damals hat der Tim gerade im Bereich der Aminosäuren, was das Bindegewebe angeht, Probleme gehabt, aber auch, ganz interessant, und das wird viele interessieren, viele Zuhörer, ich spreche immer, es gibt so zwei wichtige Aminosäuren. Eines war Tryptophan, haben wir gerade gesprochen, Schlafverhalten, aber eine andere Aminosäure, insbesondere das Phenylalanin, die steuert die Schilddrüse und was verbessert die? Die sogenannte Stressresilienz. Das heißt, du entwickelst ein Scheißegal-Gefühl. Ich sage immer, diese Aminosäure gibt dir alles, um viel gelassener mit Stress umzugehen. Und Sie können das gerne testen, da machen Sie auch keinen Fehler, keinen wissenschaftlichen Fehler. Wenn Sie zwei bis drei, egal welche Medikation Sie nehmen, auch wenn Sie Antidepressiva nehmen, ist das nicht kontraproduktiv, wenn Sie zwei bis dreimal 500 Milligramm Phenylalanin morgens zum Frühstück einnehmen, dann müssen Sie nach kurzer Zeit schon merken, dass dieses Scheiß-Egal-Gefühl, diese innere bessere Kontenance erreicht. Warum? Weil das massiv eingreift in die Biochemie des Gehirnstoffwechsels. Und genauso muss man machen. Sehen Sie, wir haben eine Studie mit hyperaktiven Kindern gemacht und Erwachsenen und haben innerhalb von kurzer Zeit, von 3, 4 Monaten gemerkt, dass sich die gezielte Gabe der fehlenden Aminosäuren durch andere Stoffe, diese Hyperaktivität gar nicht mehr da war. Weil es uns gelungen ist, die Schilddrüsenwerte zu normalisieren. Und darum geht es einfach, den Menschen zu helfen in einer, es hat mal so, es haben viele andere Wissenschaftler gehabt, ich wäre der Mikronährstoffpapst. Ja, das ist auch richtig. Aber ich bin nur deswegen der Papst, weil ich persönlich betroffen bin. Weil ich laufe jeden Tag morgens von 6 bis 8 mache ich mein Trainingsprogramm, 2 Stunden jeden Tag. Ich bin jetzt 62, schmerzfrei. Schmerzfrei. Trotz 13 Operationen. Aber nur, ich kann es nur genießen, weil ich mich sehr diszipliniere und dem Körper das gebe, was fehle. Wenn ich manchmal in Hotelketten bin und morgens dann meine Mikronährstoffe nehme, da sagen die Menschen immer zu mir: Was sind Sie aber krank? Ich bin nicht krank, ich bin Sportler. Ich habe gar keine Lust, mit denen zu diskutieren, warum ich was einnehme. Aber es hilft. Also, bei mir fange ich an und bei den Kunden und Patienten sehe ich, dass es funktioniert. Und das ist eben das Entscheidende und Wichtige. Ja, und das ist ja auch das Schöne. Also viele meiner Hörer, die identifizieren sich so ein bisschen mit dem Konzept von Biohacking. Und da ist die Idee ja ganz einfach nur, dass wir gar nicht warten, bis wir die Erkenntnisse alle haben, sondern dass wir zum gewissen Maß eben das selber eben ausprobieren. Das ist ja das müssen wir ja tun, weil bis wir warten, bis wir bei allen Ärzten angekommen sind, ja, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Und da ist es ja so schön, dass es eben diese Tests gibt und wir dann eben selber das auf einer möglichst fundierten Basis eben für uns rausfinden können und am Ende des Tages eben sehen, ja, hilft es uns oder hilft es uns eben nicht. Tim, Sie haben was Wichtiges angesprochen. Biohacking. Ich wusste vor 3 Jahren gar nicht, was Biohacking war. Dann habe ich Max Gotzler, rief der mich an, macht eine Analyse und sagt: Max, was machst du? Und an diesem Beispiel habe ich festgestellt, weil das ja auch, diese Biohacker sind ja ganz spezielle Menschen, die alles selbst optimieren, in allen Bereichen des Lebens. Und diese Mikronährstoffe sind
einem Mosaikstein, um Lebensqualität den Menschen zu geben. Und das kannst du selbst auf einem ganz hohen und auf einem niederen Niveau. Und deswegen war dieser Begriff Biohacking für mich vor einigen Jahren völlig unbekannt, aber durch Max Gotz, durch viele andere Protagonisten ist er sehr bekannt geworden. Und mittlerweile, vielleicht auch durch die Pandemie, wahrscheinlich, erleben wir tagtäglich einen extremen Zulauf. Warum? Weil die Menschen, wir können uns keine Gesundheit kaufen. Aber wir müssen was dafür tun. Und wir merken momentan, die Bereitschaft, für diese Gesundheit auch Geld zu investieren, die ist wichtig. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach zu erklären, das ist nicht Aufgabe der Krankenkassen. Denn ich habe versucht, dieses System mal in die Krankenkassenlandschaft zu integrieren. Aber da werde ich scheitern, solange ich lebe, da bin ich ganz sicher. Weil bis wir den Weg gehen, dass die Medizin begreift, vorher schon anzufangen, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, das werden wir gemeinsam nicht erleben, weil das sehr, sehr schwierig ist. Ja. Ja, deshalb vielen Dank für die großartige Arbeit. Und was ich zum Test noch sehr, sehr schön fand, war, Sie haben jetzt gesagt, okay, ich habe diesen Mikronährstoffmix empfohlen bekommen, den ich mir hätte in der Schweiz kaufen können. Aber was Sie auch geschrieben haben, waren die einzelnen Alternativen. Also was genau da drin ist. Und was ich tatsächlich gemacht habe, war, weil ich hatte viele Sachen, hatte ich irgendwo sowieso da gehabt, habe mir ein paar einzelne Sachen gekauft, habe dann auch Hersteller gewählt, die ich kenne, denen ich vertraue und so weiter und so fort. Und das war eine super gute Sache, dass man nicht unbedingt diesen fertigen Mix haben kann, sondern ich kann mir auch was selber zusammensuchen, letztendlich was exakt dasselbe abbilden. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Das ist auch genau die Intention. Das ist doch nur, wir geben Rezepturen raus. Und was der Einzelne für sich macht, entscheidet er doch selbst. Ob du das links oder... Ich habe mal in einer Fernsehsendung gesagt, da bin ich ziemlich stark für kritisiert worden, die können auch Gras fressen. Nein, was will ich damit sagen? Das ist mir, wir verkaufen null Produkte, wir haben da gar nichts mit zu tun, sondern ich möchte nur Rezepturen, Dosierung vorgeben, die ich dem Einzelnen in seinem Fall empfehle. Und wie er das macht, das entscheidet auch der Einzelne selbst. Und Sie können sich erinnern, Tim, ich sehe gerade das letzte Bild. Wir haben aber bei Ihnen auch den ersten Morgenurin getestet. Das war ja dieser funktionelle Energiestoffwechsel. Ja. Da hatten Sie, sind zwei bestimmte Säuren, oder eine Säure, die war sehr erniedrigt. Und wenn diese Säuren erniedrigt oder erhöht sind, zeigen die immer, dass der Motor nicht rund läuft. Und wenn man selbst eine Kontrollanalyse macht, 4, 5 Monaten, da muss ich nicht mehr alles messen. Dann messe ich vielleicht noch das Cortisol-Tagesprofil, das bei Ihnen ja nicht besonders gut war, und den funktionellen Energiestoff. Das reicht. Dann hast du im Grunde genommen Kontrolle. Du machst zu Beginn etwas mehr, das ist das Stoffwechselpaket, ja. Und wenn du eine Kontrolle machst, nimmst du die beiden Segmente raus und dann ist es auch für jeden bezahlbar. Ja. Super. Ja, sehr schön. Ja. Ja, vielen Dank. Also alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes und da eben auch den Link zu Energy for Health. Also da gibt es ja auch verschiedene Tests. Ich habe jetzt gesehen, dass es ja auch direkt für Schwangerschaft da mittlerweile Tests gibt für bestimmte Indikationen. Oder ich habe so einen großen Test gemacht, so kleinere Tests, das ist für jeden was dabei. Und ja, super wichtiges Thema, weil, wie ich gesagt habe, ich merke, immer mehr Leute sind, ja, so, ja, sie gehen zu Ärzten, die Ärzte sagen, alles okay. Und die Leute sagen, ich fühle mich aber nicht okay und fühlen sich dann alleingelassen. Und das ist so wichtig, da eben Lösungen für zu finden. Und da bin ich sehr dankbar, dass Sie da einerseits ja, eine zukunftsträchtige Lösung eben initiieren. Und wir eben jetzt da schon die Chance haben, Verantwortung für unsere Gesundheit eben zu übernehmen. Und Tim, was wichtig ist, dass Menschen wie Sie, die selbst als Sportwissenschaftler, die selbst aus diesem Gesundheitsmarkt kommen, Gesundheitsbereich kommen, Multiplikatoren sind, dass sie das weitertragen. Wir können nur messen. Wir können Stimme vorstellen, wir können Ergebnisse darstellen. Aber was ganz wichtig ist, und das ist ein Punkt, das kann ich vielleicht, ich kann das vielleicht mal machen, und zwar, wir haben für gerade, es ist jetzt ganz aktuell, für Ihre Kunden. Wir haben am 31. Mai eine virtuelle Fortbildung für die, die Interesse haben. Am 31. ganz neu, kostenlos von der FAM. Die neue Dimension der Gesundheitsmedizin ist am 31. Mai von 18 bis 20 Uhr. Und da kann man sich, muss man sich anmelden, da kriegt man einen Link, kann mal 2 Stunden diese Theorie mit reinhören. Ich kann die Rabea aber nochmal bitten, Ihnen ja. Das genaue Datum zu nennen. Wenn Ihre Zuhörer Lust haben, sich für das Thema weiter zu interessieren, fachlich, können die gerne zuhören. Ja, sehr gut. Schön. Dann wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und Ihren Zuhörern auch. Ja, vielen, vielen Dank für die wertvolle Arbeit. Alles klar.